Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, was ich so nicht geplant habe. Gestern Abend, als ich im Bett lag, 9:30 Uhr, war es so, pfiuh, dieses Video musst du machen. Und ich habe es textsicher schon einmal komplett in meinem Kopf durchgespielt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mich da gerne sofort vor die Kamera gesetzt. Jetzt machen wir das einfach 12 Stunden später. Ich habe mir einen Zettel gemacht, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich mich in Rage rede und mich verzettele. Aber das möchte ich nicht. Es geht um ein Thema. Das Gespräch zu diesem Thema habe ich schon so oft geführt. Sowohl online, in den sozialen Medien, als auch in meinen Coachings. Und ich möchte hier keine Wertung. Ich möchte das nicht werten. Das soll kein Angriff sein, weil ich selbst nicht frei davon bin. Ich mache das auch in einem gewissen kleinen Maße. Dieses Video soll dir deine Augen öffnen. Wenn du dich getriggert und angegriffen fühlst von dem, was ich gleich sage, gut. Wenn du dich ertappt fühlst und anfängst, dich zu reflektieren, noch besser. Und zwar geht es um das leidige Thema Handy und Scrollen am Handy. Ich bin in letzter Zeit wieder damit konfrontiert geworden, weil im Coaching das Thema, ich hatte 45 Minuten Zeit für mich. Und weil ich nicht wusste, was ich tun soll, habe ich gescrollt. Oder ich habe keine Zeit. Ich scroll dann lieber, als zum Beispiel Yoga zu machen, eine Meditation zu machen, ein Buch zu lesen. Und so komme ich immer wieder mit diesem Thema in Berührung. Man sitzt an seinem Handy und scrollt da durch Instagram, durch Pinterest, durch TikTok, ich weiß nicht was. Und vielleicht kennt ihr auch, und das ist so für mich, die Spitze dieses Eisberges sind Menschen und ich habe die in meinem Bekanntenkreis. Du triffst dich mit diesen Menschen, du bist da präsent und diese Menschen sitzen die ganze Zeit so und scrollen. Die werfen vielleicht mal was ein, aber die scrollen. Das ist so die Spitze des Eisbergs. Also wenn du da bist, Schwester, dann steckst du schon ganz tief drin in der Scheiße. Ich möchte aber auch teilen, wie das bei mir mit dem Scrollen ist. Auch ich kann mich davon nicht zu 100% frei machen. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich, und ich weiß warum, und ich kenne diese Momente, wir werden im weiteren Video darauf eingehen, ich zu meinem Handy greife und durchscrolle. Ich habe zum Glück nur eine App, durch die ich durchscrolle. Also ich scroll nicht durch Facebook, wer macht das noch? TikTok habe ich mir gar nicht erst runtergeladen. Pinterest benutze ich tatsächlich nur, wenn ich da ganz konkret was suche. Also Instagram ist tatsächlich das einzige Laster, wo ich habe, wo ich da manchmal dann auch ganz konkret durch Reels scrolle. Und warum das so ist und was ich für mich reflektiert habe, dazu kommen wir dann an der entsprechenden Stelle im Video, weil ich habe mir Gedanken gemacht und das ein klein wenig gegliedert. Die erste Frage ist ja, warum machen wir das? Und hier lade ich dich ein, einfach an dieser Stelle auch für dich mit zu reflektieren, warum tun wir das eigentlich? Also A, vielleicht erstmal die Frage, ist es eigentlich was Gutes oder was Schlechtes? Und da möchte ich dich, ich möchte die Frage einfach an dich weitergeben. Was hast du denn davon? Was hast du denn ganz konkret davon, wenn du da durchscrollst? Ich habe davon nichts. Ich weiß, warum ich das mache, weil ich so ganz kurzfristig A, Ablenkung habe, B, einen Dopamin- und Serotoninausschuss habe, weil das, was ich mir angucke, mich ganz oft glücklich macht, einfach weil mein Algorithmus auf Instagram so eingestellt ist. Also kommen wir wieder auf die Frage dahin zurück, warum tun wir das? Das kannst du für dich jetzt schon mit beantworten. Und wenn du Bock drauf hast, ich würde mich da sehr freuen, schreib das auch in die Kommentare. Und ich möchte teilen, warum ich das tue. Ich tue das aus Ablenkung. Ne? Also ich war ja ein Mensch, wenn ihr mir schon lange folgt, wisst ihr das, der sehr früh seine Gefühle gelernt hat zu unterdrücken. Angefangen natürlich mit negativen Gefühlen, weil die nicht da sein durften, weil die nicht erwünscht waren.
Aber wir können nicht unterscheiden zwischen ich unterdrücke nur die negativen Gefühle und die positiven nicht. Wenn du Gefühle unterdrückst, unterdrückst du alle Gefühle. Und das habe ich von früh an gelernt und perfektioniert. Und deswegen ist das quasi jetzt, also das hatte man ja als Kind noch nicht, aber quasi jetzt, ein Automatismus, der bei mir greift, wenn da quasi ein Gefühl hochkommen will, zack, ne, die Ablenkung. Und dann geht das Gefühl wieder, weil da ja kein Raum geschaffen wurde für das Gefühl. Also das ist ein Automatismus, den ich kenne, den ich bemerke, das passiert nicht bewusst. Ich merke nicht bewusst, da kommen negative Gedanken, da kommen negative Gefühle, ich greife einfach automatisch zum Handy. Und erst wenn ich am Handy bin und mich beim dritten Reel erwische, weiß ich, was da gerade mit mir passiert ist. Ich bin zumindest schon mal so weit und kann das dann unterbrechen. Und kann dann für mich reflektieren, okay, was war gerade passiert? Was wollte da gerade hochkommen? Warum habe ich mich jetzt gerade abgelenkt? Vor was habe ich mich da gerade abgelenkt? Es ist aber natürlich auch dieses, du hattest einen anstrengenden Termin, ein anstrengendes Gespräch, eine anstrengende Auseinandersetzung mit dir selbst, was auch immer. Es war irgendwas Anstrengendes und du brauchst jetzt positive Input, um dich besser zu fühlen. Und wie könnte das schneller gehen, als auf Instagram zu gehen, sich Reels anzugucken von Taylor Swift? Sofort Dopamin, Serotonin, alles da. Und es ist auch einfacher und es ist schneller, als wenn ich von mir aus jetzt etwas tun würde, um Dopamin, Serotonin, um mich besser zu fühlen. Zu diesen Alternativhandlungen kommen wir dann später noch im Video. Aber nur mal so, warum wir das tun. Ne, warum habe ich immer wieder im Coaching diese Situation, ich habe da freie Zeit. Und wie hast du diese freie Zeit verbracht? Ich habe durch mein Handy gestrollt. Ja, warum? Weil wir uns im Vorfeld nicht überlegt haben, was wir denn alternativ tun wollen. Du weißt, du hast da immer so ein gewisses Zeitfenster für dich. Das heißt, du hast gar nicht Zeit für dich als Mutter. Du hast dieses Zeitfenster, du weißt nur noch nicht, wie du es nutzen sollst. Du darfst dir dann im Vorfeld eine Liste schreiben von Dingen, auf die du Bock hast. Ne? Und diese Liste kann natürlich auch enthalten, reiten lernen. Das kannst du jetzt vielleicht nicht in diesen 45 Minuten machen, aber du kannst diese Liste von, das sind all die Dinge, auf die ich Bock habe, die ich machen will, aufteilen in, da brauche ich mal mehr Zeit. Und diese Sachen kann ich in diesem 45-Minuten-Fenster machen, was jede Woche da ist. In dieser Zeit kann ich journalen, ich kann meditieren, ich kann Yoga machen, ich kann spazieren gehen, ich kann ein ganz gewisses Buch lesen. Ich kann. Ich kann was basteln oder was auch immer. Aber wenn ich mir vorher nicht bewusst gemacht habe, was ich in diesen 45 Minuten Zeit mit mir anfangen kann, oder wenn die Auswahl an Möglichkeiten so groß ist und ich vorher nicht für mich festgelegt habe, was möchte ich heute in dieser Woche in diesen 45 Minuten tun, dann nehme ich das Handy und scrolle, weil es einfacher ist. Und das ist aber verlorene Zeit. Ganz ehrlich, diese Zeit, die wir am Handy mit Scrollen verbringen, ist verpuffte, verlorene Lebenszeit. In dieser Zeit bist du nicht gewachsen, bist du nicht geheilt, hast du nicht Selfcare betrieben. Durchs Handy zu scrollen ist keine Selfcare. Das ist einfach nur für den Arsch. Weil auch dieser kurze Dopamin- und Serotonin-Einschuss nur kurzweilig ist. Wenn ich aber in diesen 45 Minuten meditiert hätte, Yoga gemacht hätte oder was auch immer, wäre das viel weiter, viel langfristiger gedacht von mir gewesen. Das hätte einen viel größeren Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich möchte nicht sagen, dass Social Media im Allgemeinen irgendwas Schlechtes ist. Ich beziehe mich in diesem Video ganz konkret auf dieses Rumgescrolle. Weil reflektier jetzt mal für dich und mach dann gerne auch an der Stelle wieder eine Pause und kommentier das mal unten. Also reflektier gern in dem Video direkt mit. Mach immer eine Pause und schreib dir was auf. Was nimmst du denn tatsächlich an Informationen auf in der Zeit, wo du scrollst? Ich nehme da keine Informationen auf. Mache ich nicht. Dafür ist auch theoretisch nicht gedacht. Ich kann Social Media aber auch so nutzen, dass ich Informationen aufnehmen kann. Weil ich dann Beiträge ganz in Ruhe mit Aufmerksamkeit lese. Weil ich ganz bestimmten Accounts folge, diese Story auswähle und mir angucke und das Wissen aufsauge. Weil ich mir diesen Post ganz konkret angucke, weil ich mir dieses Reel ganz konkret angucke. Und nicht einfach wahllos da durchscrolle. Nimmst du bei diesem Gescrolle irgendwelches Wissen, irgendwelche Informationen auf? Ja oder nein? Kannst du super gerne mal an der Stelle kommentieren. So, und bevor ich mich jetzt hier wieder verzettle, kommen wir zu Punkt 2.
Wartet. Okay. Wir haben erst darüber gesprochen, gerade am Anfang, warum wir das tun. Jetzt kommen wir mal noch mal ganz konkreter dazu, wann wir das tun. Ich habe mit euch schon geteilt, wann ich das tue. Ne? In diesem, da kommt irgendwas in mir hoch oder ich brauche eine gewisse Ablenkung oder ich brauche halt diesen Serotoninausschuss. Wann kann aber eben auch sein, okay, ich habe freie Zeit, ich weiß einfach nicht, was ich damit anfangen soll. Wann ist zum Beispiel auch Einschlafbegleitung der Kinder? Ich erinnere mich daran, als ich frisch Mama wurde, da war Instagram noch nicht so ein Ding. Wisst ihr, wie viel ich gelesen habe? Ich habe abgepumpt und gelesen. Ich habe Einschlafbegleitung gemacht und gelesen. Ich habe gelesen, gelesen. Ich habe so viel gelesen, weil es das einfach so in der Form noch nicht gab. Und jetzt machen wir Einschlafbegleitung und scrollen da durch. Mütter stillen und scrollen da durch. Deswegen kommen ja auch ganz oft diese Impulskäufe. Ne? Also wenn dir dann auch noch Werbung da aufploppt und du dann auch noch diese Impulskäufe machst, das ist ja noch mal schlimmer, das ist ja noch mal ein anderes Thema, über das wir sprechen könnten. Ne? Wie uns auch dieser Konsum, was Konsum eigentlich für ein Thema ist. An der Stelle kannst du gerne wieder kommentieren und mal sagen, ob ich über das Thema Konsum und was das mit unseren Gefühlen und Verhaltensweise auf sich hat, noch mal ein Video machen soll. Genau, also wann, auch jetzt wieder diese Reflexionsfrage an dich, wann scrollst du? Wenn du dich im Raum befindest mit Menschen, die dir nicht gut tun eigentlich, wenn du dich langweilst, warum langweilst du dich? Ist es nicht cool, sich mal zu langweilen? Ich hatte auch letztens auf meinem Buchkanal, deswegen kam ich eigentlich überhaupt auf das Video, auch den Kommentar, hey, ich lese nicht, ich scroll dann. Ja, warum liest du denn nicht? Was ist denn besser am Scrollen als am Lesen? Einfach mal nur, stellt euch doch mal die Frage, reflektiert doch mal. Also zum Lesen habe ich vielleicht abends das Problem, dass ich schneller müde werde. Und ich habe doch aber schon so wenige Zeit für mich nur. Ich kann doch da nicht schon schlafen gehen. Ich muss doch wach bleiben und Zeit für mich nutzen. Also scroll ich, weil mich das tatsächlich auch wach hält. Scrollst du zum Beispiel viel mittags, weil das dein Mittagstief ist? Ich scroll mittags nicht, weil ich müde bin. Ich mache eine Meditation, die mir Energie schenkt. Also wann scrollst du? Und da schließt, also das ist so ein Wann und Warum bedingt sich so ein bisschen. Aber reflektier doch mal für dich, wann scrollst du denn ganz konkret? In welchen Situationen? Vielleicht auch, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist, die dir vielleicht auch unbekannt sind. Und es ist ja besser, so dazustehen, als so dazustehen. Oder? Wer kennt das? Wenn man irgendwo wartet, ist doch lieber so für sich, ich sprich mich ja nicht an. Muss auch nicht auf dich reagieren. Oder wenn du so offen in der Gegend rumstehst. Oder sich auch bewusst zu machen, oh, ich stehe jetzt hier gerade alleine. Boah, Kacke. Da, 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 da. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es ist so wichtig, für sich zu reflektieren, warum scroll ich, wann scroll ich. Was könnte man jetzt dagegen tun? Also wir haben festgestellt, es ist Bullshit. Wenn man das mal schön findet, und ich möchte das für mich auch nicht mehr machen. Ich möchte schon auch noch Reels gucken. Aber ich möchte Reels gucken, weil ich mich jetzt dafür entscheide, für diese Tätigkeit. Und nicht, weil es eine Ablenkung ist, weil es irgendwas anderes unterdrückt, weil es ein Wegschieben von irgendwas ist, weil es ein, okay, ich schaffe mir einen triggerfreien Raum mit meinem Handy. Dann dafür, da möchte ich nicht mehr scrollen. Und Reels gucken. Ich möchte gucken, weil ich mich dafür entscheide, weil das gerade cool ist. Also was kann man jetzt dagegen tun, gegen die Scrollen? Das, was wir jetzt gemacht haben, dieses Reflektieren, ist das erste Wichtige. Ihr müsst verstehen, warum, wann. Warum mache ich das? Das ist das erste Wichtige. Und dann, wenn euch das klar geworden ist, das hilft schon mal, diesen Automatismus zu unterbrechen oder frühzeitig zu erkennen. Also mir wird es nie wieder passieren. Also ich weiß nicht, es gibt Menschen, die hoppala eine Stunde gescrollt haben oder eine halbe Stunde. Das wird mir nie passieren. Ich kann relativ schnell meinen Automatismus entdecken. Und was kann man dann alternativ tun oder was kann man in dem Moment tun? Was ihr tun könnt, sind verschiedene Angebote. Einfach mal ausprobieren. Ihr könnt ein Armband tragen. Also dieses ganz klassische Gummiding, ne? Und wenn ihr euch beim Scrollen erwischt, zack, diesen Impuls einfach zu setzen. Oder das Gummiband auch zu wechseln. Von der Hand, wenn ihr euch jetzt nicht selbst verletzen wollt, das Gummiband einfach von Handgelenk zu Handgelenk wechseln. Weil das ist dann eine Tätigkeit, mit der ich mir bewusst mache, ich habe mich gerade beim Scrollen erwischt.
Das Gummiband ist hier, ich scrolle. Oh, zack. Und dann habt ihr auch das Scrollen aufgehört. Was noch hilft, ist, wenn das Handy nicht immer in eurer Reichweite liegt. Also das habe ich zum Beispiel abends. Abends ist das Handy nicht im selben Raum wie ich. Ne, wenn ich Feierabend habe und meine Freizeit als Mutter beginnt, ist das Handy nicht im selben Raum wie ich. Weil ich dann lese. Ich brauche mein Handy nicht. Das ist woanders. Oder während ich arbeite, da bin ich nicht am Scrollen. Das mache ich einfach nicht. Es gibt auch Handy-Saves. Macht euer Handy da rein, stellt eine Zeit vor ein, ihr bekommt euer Handy nicht eher wieder. Ne, dass ihr wenigstens sagt, okay, 2 Stunden am Tag ist handyfreie oder scrollingfreie Zeit. Oder immer der Abend ist so eine scrollfreie Zeit. Ich möchte es einfach nicht mehr. Es gibt auch Apps, die das unterbinden. Wo dann das Handy, kennt man eher von Kindern, aber kann man auch für sich selbst nutzen, wo das Handy dann für eine gewisse Zeit auch einfach aus ist oder wo dann diese Apps eben wie Instagram gesperrt sind für diese Zeit. Es gibt auch eine ganz konkrete App, die heißt Well Spent. Das würde ich euch auch nochmal in die Infobox schreiben. Die heißt Well Spent, die hat mir eine Freundin empfohlen. Da kannst du eine Zeit einstellen und wenn du über diese Zeit scrollst, ploppt diese App auf und fragt dich, hey, scrollst du ja einfach nur so durch? Also es ist schon erstmal dieser Impuls von außen, hallo, was machst du da gerade? Und diese App gibt dir dann aber auch zum Beispiel Übungen rein. Hey, statt hier zu scrollen, atme mal 3-mal tief ein und aus. Geil. Geil. Also wenn euch das schwerfällt, so von euch heraus diesen Impuls für eine Alternative zu geben, nutzt halt die App. Finde ich super. Ich verlinke euch das nochmal unten. Und nochmal, warum ist das so negativ? Das eine ist, ihr habt keinerlei positiven Effekt davon. Keinen nachhaltigen positiven Effekt. Sobald ihr aufhört zu scrollen, sind die positiven Gefühle weg. Die halten nicht nachhaltig an. Ihr lenkt euch ab von Problemen, die ihr habt, von Gedanken, von Gefühlen, die aber da sein sollten, die brauchen eure Aufmerksamkeit. Weil sonst entwickle ich mich, sonst wachse ich nicht, sonst heile ich nicht. Das heißt, auch da ist das Scrollen negativ. Es stört mich, es hindert mich in meinem Wachstumsprozess. Ich bin abgeschottet von der Welt. Also was ist es auch jetzt mal auch, wenn wir im Beisein sind mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie, mit unseren Kindern und so da sitzen. Wenn wir vielleicht mit unserem Partner auf der Couch abends sitzen und jeder ist in dieses Ding vertieft. Das schottet uns ja ab. Das igelt uns ja ein. Das sind ja keine Beziehungen, die wir mehr führen. Wir haben doch keine Beziehung. Mit Instagram, mit Reels füttere ich keine Beziehung. Nicht zu mir selbst, nicht zu anderen. In jeder Minute, die ich an diesem Ding auf Social Media bin und scrolle, nähre ich keinerlei Beziehungen. Nicht die Beziehung zu mir, nicht die zu meinen Kindern, nicht die zu meinem Partner, nicht die zu meinen Freunden, zu niemandem. Das ist verlorene Lebenszeit. Ich rede mich in Rage, ich wusste, der Punkt kommt. Okay, was können wir also alternativ tun? Wir müssen erst reflektieren. Dann müssen wir anfangen zu unterbrechen und dann dürfen wir Alternative finden. Auf was hast du denn Bock? Du hast ja ganz sicher, also ganz offensichtlich hast du freie Zeit. Ne? Also die freie Zeit für Scrollen müssen wir ja auch erstmal haben. Es ist erstmal auch einfacher. Die Kinder sind um uns rum und die sind laut. Lesen ist gerade schlecht, aber Scrollen funktioniert. Mach dir doch mal eine riesengroße Liste. Von all den Dingen, die du gerne tun wolltest. Lass einfach mal ohne Begrenzung, ohne zeitliche Begrenzung, ohne ist das möglich, lass einfach mal fließen. Was wolltest du gerne tun? So ganz allgemein. Was wolltest du gerne tun? Und dann kannst du das in Kategorien packen. Dann machst du dir verschiedene Kategorien auf. Wenn die Kinder da sind, kannst du zumindest, also ich meditiere, also ich bin ja vielleicht auch ein bisschen speziell. Ich meditiere, wenn die Kinder da sind. Ich mache Yoga, wenn die Kinder da sind. Ich lese, wenn die Kinder da sind. Was ich immer empfehlen kann, was mein heiliger Gral sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Die Kinder sitzen neben mir und spielen zum Beispiel Mario Kart oder Mario Party. Ich habe Noise-Canceling-Kopfhörer auf und lese. Ich bin präsent im Raum. Ich bin ansprechbar. Ich bin da und ich kann trotzdem mein eigenes Ding machen. Ne, also ich verlinke euch auch gerne nochmal Noise-Canceling-Kopfhörer unten in der Infobox. Das ist mein heiliger Gral in der Mutterschaft, sage ich ganz ehrlich.
Also was sind Alter, also was möchtest du machen? Dann teile das in Kategorien ein. Was kannst du tun, auch wenn deine Kinder da sind? Also ihr könnt auch zusammen basteln und zeichnen. Was kannst du tun in so ganz kleinen Zeitfenstern, die du im Alltag hast, die mal nur 30 Minuten sind, die mal nur 60 Minuten sind? Und da steht bitte nicht putzen, sondern da stehen eben andere Dinge. Ja, dann gibt es ja noch kleinere Zeitfenster. Du kannst in 10 Minuten eine Meditation machen, Breathwork machen, Yoga machen. Du kannst Somatic Practice machen. Du kannst deinen Vagusnerv stimulieren. Du kannst neurogenes Zittern machen. EFT kannst du machen. All diese Anleitungen dafür findest du auch auf diesem Kanal. 10 Minuten. Und 10 Minuten scrollen hat dir einfach 0, nix gebracht. 10 Minuten meditiert hat schon unglaublich viel verändert. Und wenn du dann jeden Tag 10 Minuten meditierst und nicht mehr jeden Tag scrollst, weißt du, was das für eine Veränderung in deinem Leben macht? Das ist so krass, was das für eine Veränderung in deinem Leben bedeutet. Und wenn du auch da jetzt, wenn du sagst, okay, dann statt scrollen fange ich jetzt an zu meditieren, dann such dir doch Hilfestellung, Unterstützung. Ich verlinke dir in der Infobox mal meine angeleiteten Meditationskurse, wo du eben mit meiner Unterstützung eine Meditationsroutine entstehen lassen kannst. Vielleicht ist das deine Alternative jetzt zum Scrollen. Dann guck dir das gerne an. Was können, also, ne, und dann packst du dir das in Kategorien und es ist so geil auch zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade spontan, aus welchen Gründen auch immer, 10 Minuten Zeit für mich, ich gucke auf meiner Liste, das wähle ich jetzt aus, das mache ich jetzt. Weil wenn wir diese Liste nicht haben, oh, ich habe jetzt 10 Minuten frei, ich setze mich mal hin und scrolle. Logisch. Oder halt dieses, wir haben ja oft, müssen Kinder irgendwo zum Sport bringen und dann haben so ein Zeitfenster von 45 Minuten, bevor wir die wieder abholen. Ne? Und klar kann man in der Zeit einkaufen fahren und so, habe ich auch alles gemacht. Aber du könntest auch dafür eine Kategorie haben. Hast du wieder eine Liste? Okay, morgen ist wieder, habe ich wieder meine 45 Minuten, wenn das Kind beim Sport ist. Was mache ich denn? Ach geil. Und dann kann ich mich heute schon darauf freuen. Dann kann ich mich auch gedanklich darauf vorbereiten. Ich brauche das nicht. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ist länger geworden, als ich es wollte. Aber es war mir so wichtig, das zu sagen. Und jetzt möchte ich abschließend gerne nochmal in den Kommentaren lesen. Was hat das mit euch gemacht? Habt ihr euch ertappt gefühlt, getriggert gefühlt, angegriffen gefühlt? Habt ihr angefangen, während des Videos schon mit mir gemeinsam zu reflektieren? Was habt ihr für euch erkannt? Was ist jetzt euer nächster Schritt? Also nach dem Video kann man jetzt ganz konkret überlegen, okay, was möchte ich jetzt anders machen? Möchte ich jetzt reflektieren? Warum scroll ich? Wann scroll ich? Möchte ich für mich jetzt schon also eine Rausholtaktik für mich finden? Möchte ich das mit dem Armband machen? Okay, welches Armband nehme ich? Das lege ich mir sofort um. Möchte ich mir diese App installieren? Was möchte ich machen? Was können meine Alternativhandlungen sein? Okay, ich fange an, meine Liste zu schreiben. Ich fange an, meine Kategorien zu erstellen. Was ist jetzt dein nächster Schritt nach diesem Video? Was hast du daraus mitgenommen? Und wenn dieses Video ein Mehrwert für dich war, dann kannst du mich sehr gerne bei dieser Arbeit, die ich hier mache, unterstützen. In der Infobox findest du einen PayPal-Spendenlink, den du nutzen kannst und mir zum Beispiel einen Kaffee ausgeben kannst. Du kannst dieses Video kommentieren, das hilft mir. Du kannst dieses Video liken, das unterstützt mich. Du kannst meinen Kanal abonnieren und du kannst dieses Video und diesen Kanal mit Menschen teilen, denen dieser Input, diese Inhalte dienlich sein können. Und dafür danke ich dir ganz sehr und hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal und lesen uns jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren. Bis dahin. Tschüss.